Hey, ich bin Mathis. Und ich bin Fanny und wir machen ein freiwilliges soziales Jahr im politischen Leben hier im Hessischen Landtag. Gerade sind wir im Plenarsaal, da, wo normalerweise die Abgeordneten sitzen. Und genau um die geht es im Online-Planspiel Experience Democracy. Ihr nehmt die Rolle einer oder eines fiktiven Abgeordneten ein. In den eigenen Fraktionen tauscht ihr euch untereinander über eure Positionen aus. Danach geht es dann in die virtuellen Ausschussräume, wo ihr einen Gesetzesentwurf ausarbeitet. Und zum Schluss wird natürlich wie hier im richtigen Plenum abgestimmt. Dank der Spielplattform Szenarion und einer parallel laufenden Videokonferenz ist das alles von zu Hause oder aus der Schule möglich. Aber seht selbst! Also zu Beginn des Planspiels sollten wir uns erstmal so ein bisschen in unsere Rolle einfinden. Für was die stehen, was die vertreten und auch was die Partei generell vertritt. Meine Rolle war der Frank Mansouri, der war ja aus der konservativen Partei. Ich war in der ökologischen Partei und gleichzeitig auch im Digitalausschuss. Also das Programmszenario war sehr gut, es hat auch einen so gesehen durch das Programm geleitet und man hatte immer so einen roten Faden, wo man jetzt lang muss und was man als nächstes macht. Also mir hat das Online-Planspiel gut gefallen, weil man sich auch mal in die Rolle eines Abgeordneten reinfinden konnte. Man kann so ein bisschen nachvollziehen, was für schwere Aufgaben unsere Politiker wirklich haben. Mir persönlich macht auch das Debattieren viel Spaß, deshalb fand ich das eine gute Sache. Ich würde es auf jeden Fall nochmal machen.